Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Pokémon Heart Gold, aber das ist nicht das normale Heart Gold, denn ich habe es mit dem Randomizer verändert. Das heißt, es kommen random Pokémon bei der ausgewählt, also Anfangs Pokémon und ja, leider musste ich auch Dings Kristall abbrechen, da aus Versehen alles gelöscht wurde, weil die Festplatte im Arsch war. Ja, ist scheiße, aber jetzt versuche ich das hier wieder mit der, ja, wie soll ich sie nennen, Random Gold, Hard Gold wieder besser zu machen. Dann fangen wir auch mal an. Willkommen in der Welt der Pokémon, mein Name ist Professor Eich, man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Ist das dein erstes Abenteuer? Eigentlich nicht, aber kein Problem, ich erzähle dir alles über diese Welt, die du wissen musst. Diese Welt vom Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Oh, und Meryl. Wir Menschen leben mit den Pokémon in einer Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ja. Ich lasse andere Leute für mich schuften und ich krieg dafür den Ruhm. Aber jetzt bin ich langsam neugierig. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Verrätst du es mir? Sollen wir es ihm verraten? Ja gut, wir sind Junge. Jo. Verrätst du mir auch deinen Namen? Das kann ich auch schon so machen. Wir heißen Julian. Oder ich, wohl er. Ja gut, so. Ah, du bist also Julian? Ja. Also Julian, bist du startklar? Ich denke schon. Denn gleich tauchst du in dein ganz eigenes Abenteuer auf. Viele Erfahrungen warten auf dich, schöne wie auch traurige Momente. Du musst für Leute schuften, aber kannst auch ein bisschen Freizeit haben. Also, wir sehen uns später. Oh, wir schrumpfen. Oh nein. Also, das wird so ablaufen. Manche Sachen in dem Spiel, also, sind schnell, zum Beispiel Kämpfe und so, die laufen schnell ab und so Overworld-mäßig ist alles langsam. Ah, da bist du ja, Julian. Du hast ganz knapp deine Freundin Lyra verpasst. Sie war bis eben noch hier. Es sah so aus, als würde sie mit ihr Meryl einen Wettlauf veranstalten. Ach übrigens, Professor Lind aus der Nachbarschaft hat nach dir gesucht. Er meint, er hat eine dringende Bitte an dich. Du kennst den Weg, oder? Ach, nach links laufen, dann nach oben, ich weiß nicht. Sein Labor ist schließlich direkt nebenan. Pass auf, dass du nichts Wichtiges vergisst, bevor er das Haus verlässt. Hier packen wir alles, was du so brauchst, in diesen Beutel. Du hast einen Trainerpass. Dann hast du noch was zum Speichern, also so einen Notizblock anscheinend. Und ja, auch noch, das könnte auch noch eine große Hilfe sein. Die Option, probier's einfach mal aus. Probieren geht über Studieren. Da gehen wir auch mal gerade in die Option. Hier merkt man wieder, das geht wieder schnell. Ich mache den Kampfstil, also die Animation mache ich eigentlich immer aus, obwohl es egal ist. Na, mache ich es ein oder aus. Ich lasse jetzt einfach mal drinne. Gut, wir nehmen das vierte Motiv, weil Blau meine Lieblingsfarbe ist. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Professor. Neuborkia. Das ist Meryl von Lyra. Und da gucken wir gerade mal. Oh. Was ist da los? Was machst du scheiß wie immer bei anderen Leuten? Okay. Na, gehen wir mal weiter. Dich ignorieren wir mal, du bist scheiße. Da war ein Spanner, habt ihr ihn gesehen? So, was willst denn du? Oh, du bist ja Julian, ich habe schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, was sich meine Forschung beschäftigt, Pokémon ihren Pokébällen aufzubewahren und sie überall zur Hand zu haben, ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon alle mit sich mit spazieren geführt. Ja genau, wie deine Freundin Lyra. Pokémon, mit die sich gegentragen, ist natürlich eine komfortable Sache, aber es lohnt sich auch, ihnen etwas Auslauf zu gönnen. Da hast du recht. Es ist nämlich gut möglich, dass dies beeinflusst, wie und wann sich die Pokémon entwickeln. Glaubst du? Und genau da kommst du ins Spiel. Ich möchte gern, dass du eins meiner Pokémon geben, damit du sie für mich untersuchen kannst, denn ich bin wieder mal viel zu faul und ja, ich habe ja immer angeblich so viel zu tun. Oh, warte mal. Mein Laptop. Oh, eine E-Mail. Scheiße. Hör mir zu. Mr. Pokémon will was von mir, aber wir
wir haben es gerade nicht so miteinander. Also, wie wär's, wenn du zu ihm gehst und für mich den Postboten spielst? Also sozusagen den Bimbo. Ich hab's. Du kriegst dafür ein Pokémon, was ich dir eben geben wollte. Das finde ich aber nicht fair. Na gut, dann gucken wir erstmal, was wir hier für Pokémon kriegen können. Wie gesagt, das ist jetzt anders da. Das ist jetzt random, welche Pokémon hier kommen. Und ja, Simsala, Regirock und Geowatz. Die meisten denken jetzt, ich nehme Regirock, aber nee, ich nehme Simsala. Ich habe keine Lust, irgendwie sofort ein legendäres zu nehmen. Das hat ja irgendwie Langeweile. Nehmen wir Simsala. Und die Attacken sind auch komplett anders da. Das heißt, das könnte jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Geofrisur oder so haben. Möchtest du Simsala einen Spitznamen geben? Ja, das möchte ich. Weiblich. Das ist immer so eine Sache, wie ich die immer nennen soll. Das ist es, aber ich will jedem einen Namen geben. Das nennen wir einfach... ja, das ist eigentlich egal, wie ich das nenne. Ich nenne das jetzt... Psycho... weiblich. Ist ein toller Name, ich weiß. Ja, Psycho weiblich heißt jetzt Simsala. Ich weiß, sehr innovativ dieser Name. So, du machst dich jetzt auf den Weg zu diesem Assi. Und bei dieser Maschine, da kannst du dich heilen. Also pass bloß auf. Der gibt dir auch vielleicht sogar was mit, der Dings. Und du musst über Rosales, die war es, glaube ich. Julian, hier eine kleine Entlohnung für dich. Ach, ich weiß, Lind ist ein Arschloch. Also, viel Glück. Ja, danke. Das werden wir gebrauchen. Gut. Dann geht's auch los. Da ist wieder Lyra mit ihrem Meryl. Julian! Das Pokémon, was du bekommen hast, ist ein Simsala, stimmt's? Ach ja, das ist echt ein tolles Pokémon. Wenn du es immer so spazieren führst, wird es zutraulicher werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen und mit ihm zu reden. Oh, warum stellst du es nicht auch mal deiner Mutter vor? Ich meine, sie will dir eh später Geld abziehen. Oh, die mögen sich zu mögen. Hier, voll die Love Story wird das hier schon. Ich sehe das schon. Na gut, dann gehen wir erstmal zu unserer Mutter. So, wie geht's eigentlich so? Psycho weiblich hängt mit mäßigem Erfolg mit dem Schlaf. Oh, du willst schlafen, aber nee, jetzt noch nicht. Oh, das ist ja ein niedliches Pokémon. Was wollte ich denn eigentlich von dir? Das hört sich aber nach Arbeit an. Wenn du mir einen Gefallen willst. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Hier, dein Handy hast du wieder. Ich will halt das alte Handy von sich. Das ist so ein kleiner Computer, aber eigentlich wird es als Handy benutzt. Weißt du, wie das ist? Weißt du noch, wie man Telefongespräch führt? Ja, ich bin nicht dumm. Ich weiß, wie man in einem Mikro spricht. Ja, bei dir bin ich mir nicht so sicher, mein Kleiner. Also, niemals vergessen. Ja, okay. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Was sie gelabert hat. Naja, dann gehen wir jetzt mal auch schon weiter hier. Jetzt können wir in fremde Welten gehen. Ach, nee, doch nicht. Hey, warte mal eben. Was denn jetzt schon wieder, du Assi? Ja. Beinahe hätte ich's vergessen. Ich wollte noch meine Telefonnummer auf den Weg geben, damit ich dir besser auf den Sack geben kann. Jonathan hat unfreiwillig die Nummer von Lind bekommen. Ich ruf dich an, wenn irgendwas ist. Okay. Weiter geht's. Also im Gras kommen jetzt auch irgendwelche random Pokémon. Es könnte sogar sein, dass es schon legendäre Pokémon kommen. Das wäre ziemlich scheiße, meiner Meinung nach. Denn, ja, ich fände das jetzt nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Ja, kommen jetzt auch mal Pokémon. Ich will wissen, was es hier so gibt. Na komm, dann laufe ich jetzt so lange hier im Viereck, bis ein Pokémon kommt. Er wollte mich denn verarschen. Sollen wohl keine Pokémon kommen, die schlafen wohl alle. Mit dir, Dicken, reden wir später, aber jetzt mal, hier kommt schon, hier wird ja wohl mal ein Pokémon kommen. Ist das ein Bug oder was ist hier los? Ah, da kommt doch was. Was ist das denn? Ein Nincada. Guck hier, das ist jetzt schnell gemacht. Der Kampf, das finde ich auch gut. Was können wir denn? Okay. Ja, das sind ja tolle Attacken. Bisschen zu OP, würde ich mal sagen. Da habe ich wohl jetzt richtige Pokémon gewählt.
Hier steht ein Aprikokobaum. Ach so, wir haben noch keine Box. Schade. So, jetzt sind wir in Rosalia City. Na, was willst du denn hier? Du bist noch nicht lange Trainer, oder? Volltreffer, wusste ich's doch. Endlich kann ich mal wieder irgendeinem Typen zeigen, was hier losgeht, obwohl das eh schon weiß. Warte mal, was ist mit dir los? Bist langsam als ein alter Opa. Schämst du dich nicht? Ja komm, du hast Torwarttrainer, das ist unfair. Also das ist Pokémon Center, da kannst du verletzte Pokémon beibringen und ja, dann werden sie geheilt. Damit da wirst du Stammkunde, so wie in einer Bar. Hier ist der Pokémon-Supermarkt. Hier kannst du dir Bälle kaufen, damit du Pokémon fangen kannst und weitere nützliche Items. Ja, dann geht's zur Route 30. Dort wirst du vielen Gegnern begegnen. Und auch da findest du auch das faule Schwein, Mr. Pokémon. Okay. Was haben wir denn hier, Toll? Das sieht aus wie ein Meer. Willst du mir jetzt erklären, was ein Meer ist? Ui. Ja, das ist das Meer. Da gibt's auch Wasser-Pokémon drinne. Auch so an diesem random Ding. Da könnten sogar Feuer-Pokémon drinne leben. Okay. Tja, und das hier ist mein bescheidenes Zuhause. Sieht von draußen abgekommen aus, ist es auch. Aber im egal. Hier, ich gebe dir ein paar Turbo-Treter. Damit bist du vielleicht sogar schneller als ich. Und es war kein Witz. Hier kriegst du sie wirklich. Die Turbo-Treter. Drücke den B zum Sprintknöpfen, um zu sprinten. Du kannst ihn auch unten aktivieren. Hier unten sieht man das jetzt auch beim Touchscreen. Jetzt kann ich das hier. Jetzt ist es orange. Jetzt laufe ich halt immer, ohne dass ich irgendwas Nerviges drücken muss. Und wir gehen gerade mal nach oben. Aber nee, wir werden noch mal genervt. Warte, ich hab was vergessen. Ich bin ja heute spendabel, deswegen kriegst du noch ein Kartenmodul. Julian erhält das Kartenmodul. Das Kartenmodul ist in der Pokécom und damit können wir, ja, die Karte sehen. Echt innovativ. Ist halt ein Remake von der normalen goldenen und silbernen und was auch immer. Und noch ein Pokémon-Fight, was wird kommen? Ein Illumise. Los, Psycho. Wir haben nur Scheißattacken drauf, meiner Meinung nach. Ich meine, ja gut, die sind zwar schön stark, aber wir haben so wenig AP insgesamt. Und das finde ich kacke. Aber gut. Ein Augenblick mal. Willst du etwa völlig ungekümmert an einen auffälligen Gestalt wie mir vorbeilaufen? Komm gefälligst zurück, ich bin einsam. Wenn du im Weg nach weiter fährst, kommst du zu dem Assi. Aber pass mal auf hier, ich gebe dir jetzt hier Angebot. Eine Aprikoko-Box. Aprikoken helfen dir dabei, bei später beim Typen werden die dir Pokebälle machen. Ja, wie er es schon gesagt hat. Wir können jetzt an diesen Bäumen der Aprikokos sammeln und die können wir später zu Pokebällen verarbeiten lassen. Hier, da rütteln wir mal dran. Rüttel, rüttel. Wir kriegen eine Aprikoko-Grün. Die tun wir erstmal in unserem Beutel. Und dann geht's auch schon weiter. Was kommt denn hier von Pokémon? Ein Piontragi. Okay. Ach genau. Das habe ich auch vergessen zu sagen. Die Pokémon haben auch alle random Fähigkeiten. Der hat ja zum Beispiel die Schäbedeck oder so hat. Diese Hagelsturmkacke. Was hat eigentlich Psycho? Das habe ich gar nicht geguckt. Und wir gehen gerade 2 Level-Ups. Nice. Guck ich gerade mal, was haben wir denn hier so? Bericht. Statik. Cool. Oder haben wir ein Item? Ein Plusel oder Plusel, wie auch immer. Setzen wir mal. Oh, mit Bedroher. Setzen wir mal Blättersturm ein. Ja, das ist echt ein bisschen OP. Ich finde das blöd. Aber gut. Ach, komm schon. Noch eins. Ach ja. Voll das OP-Viech. Aber egal. Was ich. Der Reiz an der Edition macht halt, dass man hier wirklich alle Pokémon fangen kann. Also wirklich alle, auch Legendäre und so. Es kann sogar sein, dass die Trainer haben auch alle random Pokémon. Das könnte sogar sein, dass die zum Beispiel gleich schon Darkrai oder so haben und wir sind völlig am Arsch dann vielleicht. Weiß man nicht.
Auf jeden Fall werde ich mir Pokémon fangen, die ich normalerweise nicht wirklich benutze. Einfach nur dadurch, weil die halt alle wirklich die Chance haben, geile Attacken und so zu erlernen. Und das finde ich halt auch damit mit Mr. Pokémon und anderen halt. Hallo da, du musst Julian sein. Ich bin derjenige, dem der Professor Link vorhin die E-Mail geschickt hat. Ja, warte mal. Ja, was? Ich habe ja was für dich. Das ist ein Objekt von Professor Lind, das Rätselei. Da ist eine Bombe drin versteckt. Bitte, aber sag ihm nichts davon. Okay. Aber das wird ihn wegbombern. Das wird richtig lustig. Aber erstmal eine Pause solltest du dir gönnen. Okay, er hat mich überredet, dass ich ihm die Bombe geben soll. Okay. Du bist also Julian. Du bist also der neue Knecht von Professor Lind. Zu geil. Ich schieb auch immer die Leute los. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Na egal. Würdest du mir ein bisschen helfen? Mein Pokédex soll vervollständigt werden, aber ich bin natürlich viel zu faul, um das zu machen. Also würdest du das für mich übernehmen? Habe ich denn eine andere Wahl? Nee, also los. Hier, ich geb dir auch meine Nummer, damit ich dir weiterhin auf den Sack gehen kann. Tschüss. Was das alles für Arschlöcher sind hier. Fass ich alles nicht. Naja, komm Simsala, wir gehen. Oder psycho-weiblich wohl eher. Hehe. Und Lind ruft uns an. Julian, es ist was Schreckliches passiert. Fuck, wie soll ich das erklären? Scheiße, Crap. Komm bitte schnell zurück. Okay, da scheint wohl irgendwas Brutales passiert zu sein. Wir gucken uns das gleich an. Und hier kommt wieder das Pion Draghi. Mit Hagel. Ich finde das so geil. Na gut. Hydropumpe. Ich werde auch wahrscheinlich dieses Randomizer, also damit man halt die Dinger verlinken auf jeden Fall, also die Seite, wo man sich's holen kann. ROM und so kann man sich ja selber holen. Ich meine, das ist keine Arbeit. Und ja, setzen wir vorne eine Statue ein, einfach mal um zu zeigen, wie das ist. Bam, tot. Und wir sind schon Level 10. Oh, cool. Weiter geht's. Griffel gibt's ja auch. Also man findet ja immer neue Pokémon. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und ich habe das Gefühl, man wird ja auch sehr viel schneller Level Up, einfach dadurch, dass die Trainer und alle ganz andere Pokémon haben. Das finde ich daran auch richtig cool. Ich weiß auch nicht, also ich finde dieses, also der Typ, der das Programm gemacht hat, oder die Typen, die haben meinen Respekt. Ich meine, das ist so geil, einfach nur. Und, wow, was ist denn jetzt los? Boah, was? Du hast ein Pokémon aus meinem Bau, du Spastiker. Was willst du eigentlich, hä? Ich erkläre es ganz normal, mein Pokémon ist nicht übel. Ich werde dich fertig machen, du Arschloch. Was ist denn mit dem verkehrt? Was hat der denn? Plinfer! Cool. Haben wir ja überhaupt keine Chance. Tot. Der wird aber sein Pokémon auch irgendwie immer ändern. Das ist die einzige Kacke, die ich blöd finde. Aber egal, man kann nicht alles perfekt haben. Du warst richtig stark, mein Typ. Boah, du Assi, hast mich besiegt. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde sie sagen, derjenige, der dir in den Arsch treten wird. Hm, da ist ein Ausweis. Aha. Ein 12-jähriger Pisser, der nichts kann. Gib mir das. Das hast du jetzt nicht gesehen, oder? Ja, dem werden wir es zeigen. Jetzt nichts gegen die 12-Jährigen, aber mir fiel gerade kein anderes Alter ein. Na egal. Dann gehen wir schnell zu Professor Lind und gucken, was er von uns jetzt wieder verlangt. Nein, wir müssen ja eh dem die Bombe geben. Und ja! Wenn man von einem legendären Pokémon spricht, ein Regieis. Das ist ja lustig. Wir können es uns wahrscheinlich niemals fangen, weil wir jedes Viech hier one-hitten mit unseren Attacken, die wir hier drauf haben. Das ist natürlich scheiße. Na, aber okay.
Warte mal, ist das haben wir schon Nationaldex? Nee, ne? Dann hat er nur Johto-Dex. Jo. Schade. So. Oh, die Polizei ist hier. Was ist los? Was willst du hier? Wir stecken gerade mitten in der Ermittlung. Pokémon-Diebschal, weißt du? In der ersten Regel lautet, solche Fall beachten gilt, lautet... Scheiße, was war das denn? Okay, das ist mal ein Fail. Der Täter kehrt immer am Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende ja sogar der Täter. Warte, was? Ach, Moment mal, dieser Junge ist unschuldig, du Spasti. Ich liebe ihn. Es war so ein feuerroter Idiot, der hier gepädophilte. Oh. Ja. Oh, scheiße, tut mir leid, was ich hier gerade gesagt habe. Kennst du auch den Namen dieses Pissers? Ja, den kenne ich tatsächlich. Er heißt... Ja, das ist der Ralf. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf den Namen komme, aber das ist der Ralf. Ha, Ralf also. Ja, der Rüpel-Ralf ist es. Der Schmarrn, also das ist jetzt einfach nur so, egal. Gut. Puh, was ein Glück. Fast wärst du ins Gefängnis gekommen, fast wie mein, wie ich. Was? Egal, bis später. Okay. Oh Julian, ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Julian übergibt die Bombe. What's going on? Was ist da wohl drinne? Das werde ich aber nicht mehr so schnell herausfinden. Aber egal. Wenn ich das Ei in Anführungsstrichen jetzt schon mal habe, werde ich es auch untersuchen. What? Der hat dir einen Pokédex gegeben. Scheiße, das soll ich hingehen. Fuck. Okay. Das ist voll einzigartig, das Ding. Ich hätte dir es auch geben können, aber er war schnell, das Arschloch. Okay, damit kannst du Pokédex... Ich weiß jetzt auch nicht, was ich reden soll. Bin gerade voll rausgekommen. Egal, werde Pokémon-Champ. Ist ja nicht schwer, du kannst es tausendmal werden, aber du wirst niemals der wirkliche Champ sein. In Ordnung, Julian. Wenn es wirklich darauf anlegst, alle Arenen dieser Region zu besuchen, solltest du besser auf eine lange Reise gefasst machen. Es könnte lange dauern, aber geh erstmal zu deiner Mutter und besprich das mit ihr. Das werden wir jetzt tun. Ja, du sollst ja schon reingehen. What? Du willst weggehen als kleiner 10-jähriger Junge? Aber okay, du hast meine Unterstützung. Lass mal überlegen, was ich für dich tun kann. Ah ja, ich kann dir immer Geld klauen und dann damit shoppen gehen. Wie wäre das? Bist du damit einverstanden? Ja, komm, die ist arm. Machen wir das mal. Okay, du kannst auf mich zählen. Aber pass gut auf dich auf. Ja, ich meine, ein 10-jähriger Junge, der alles machen muss, das könnte schon gefährlich werden. Ach jo, Mutter. Was bist du für eine verantwortungsvolle Person, wenn du uns als 10-jähriger kleiner Junge auf eine Weltreise verschickst? Oh. Da bist du ja. Julian, mit Hilfe von Pokébällen kann man wilde Pokémon einfangen. Wer hätte das gedacht? Komm mal mit. Ich zeig dir jetzt, wie das geht so. Bam, bam. So ungefähr funktioniert das. Wie, du konntest nichts sehen. Bist du blind? In Ordnung, dann führe ich dir noch einmal vor. Komm mal mit. Oh, ein Ratzfatz hier. Los, Meryl! Ja, das ist so nervig. Oh, du kannst Draco mit, oh. Okay. Natürlich überlebt das, ist ja klar. Kopfstoß, bam. Ja, was machst du jetzt? Geil. So ungefähr funktioniert das. Oh, sehr informativ. Also, das ist ja hier... Da fällt mir auch nichts mehr ein. Hier, wie gut du Pokémon fangen kannst. Ey. Ich bin sowas von geflasht. Oh mein Gott, ey. Das war ja toll. Na gut. Ich würde sagen, nach dem Kampf beende ich dann auch den Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach oben geben. Also auf jeden Fall bewerten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr uns auch abonnieren. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall... das, damit man das halt so spielen kann, verlinken. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!